Jo Leute, wir suchen heute nachkommentiert nach einem Hexenhaus. Ich bin nämlich 3 Stunden vor der Aufnahme rumgeflogen und da ist tatsächlich eine ganze Menge passiert und ich habe nicht gedacht, dass ich es so verwende, wie ich es jetzt tue. Wie ihr seht, sind wir gerade durch einen Sumpf geflogen und da ist einfach nichts. Da war einfach nichts, Digga. Kein Hexenhaus, nichts. Dann bin ich weitergeflogen, habe hier die Koordinaten gescreenshottet, weil wir durch einen See geflogen sind, durch einen Ozean, den man sich nicht vorstellen kann. Und hier finden wir jetzt gerade einen fucking Dschungel. Dann sind wir weitergeflogen und die Chunks haben sehr gut gerendert. Mashallah, ich habe mich richtig gefreut. Also die Chunk-Renderung lief richtig gut. Und ein wenig später haben wir direkt den nächsten Sumpf gefunden. Leider wieder, wie man gerade sieht, ohne Hexenhaus. Ich habe mich dann da versucht, auf den Baum zu retten, lief nicht so gut. Ich habe wieder in diesem zweiten Sumpf kein einziges Hexenhaus gefunden. Dann habe ich nochmal mich ein bisschen umgeguckt, vielleicht ist es ja irgendwo, und bin dann einfach weitergeflogen. Hier angekommen lief das Chunk-Rendern auch wieder sehr gut. Hier sind wir dann in dem nächsten Dschungel angekommen. Wow! Und wie man sieht, ist schon wieder kein Hexenhaus da. Cool! Ich bin einfach weitergeflogen. Und dann habe ich in einem Dschungel einfach so ein Ding gefunden, aber dachte mir, das ist es nicht wert, das zu looten. Bin einfach weitergeflogen und habe noch einen riesigen Dschungel dazu gefunden. Anders nice. Dann bin ich durch ein Meer geflogen und habe mir direkt die Koordinaten gescreenshottet, weil das die perfekten Areas sind, um zum Beispiel eine Zombie-Farm oder eine Mob-Farm an sich zu bauen. Perfekt. Hier sieht man dann Zeitraffer, wie groß dieser Ozean ist. Ich bin so lange über diesen Ozean geflogen. Das ist fucking insane. Was ist mit diesem Ozean los? Es geht einfach ewig. Hallo? Ah. Ja, jetzt habe ich hier nochmal einen Wassertempel geflogen, habe mir natürlich die Koordinaten gescreenshottet und bin direkt zu Adap weiter. Oh, ein Villager-Dorf. Scheiß Loot. War mir egal, ich habe nochmal geguckt, ob in der Kirche irgendwas Besonderes ist. Bin hier die Treppen raufgeklettert und wie man sieht, oh, es war nichts da. Wir sind straight up weitergeflogen. Nach kurzer Zeit bin ich dann auf was gestoßen, was ich selber nicht für wahr gehalten habe. Und zwar haben wir ein fucking Eiszapfenbiom gefunden. Holy shit, was ist das? Als ich mich dann umgeguckt habe, dachte ich mir, Bruder, scheiß drauf, ich baue jetzt einfach all die Scheiße ab und mache hier richtig alles platt. Nee, eigentlich wollte ich im Prinzip nur ein bisschen das direkt mitnehmen, weil vielleicht brauchen wir es irgendwann und was der Zombie da gesucht hat, Alter, keine Ahnung, Mann. Ja, als ich dann alles mitgenommen habe, bin ich auch direkt wieder weitergeflogen. Da war übrigens noch ein Eiszapfenbiom. Rechts daneben, das war so, keine Ahnung, 1000 Blöcke weg. War einfach noch eins. Hab mich richtig gefreut und die Koordinaten gespeichert. So, weitergeflogen sind wir dann in so einem Eis-Villager-Dorf angekommen. Habe ich, glaube ich, noch nie vorher gesehen. Doch einmal, glaube ich. Da war aber nichts Besonderes. Also habe ich mich direkt aus dem Staub gemacht. Ich meine, Loot gab es eh nicht. Und bin weitergeflogen. Oh, eine Schildkröte. Oh nein, ich töte sie. Warum habe ich sie getötet? Ich weiß es gar nicht. Die hat nicht mal was Nices gedroppt. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann wieder weitergeflogen. Alter, wie oft ich diesen Satz heute noch sagen werde. Und dann sind wir auf das Coolste in dieser Folge gestoßen. Und zwar ein Eisbiom. Nicht Eiszapfen, sondern einfach nur Eis. Mit einem fucking Eisbären. Alter, wie süß war der bitte? Oh mein Gott. Und der hatte einfach so einen kleinen Eisbär. Und dann hat er mich angegriffen, weil er den kleinen Eisbär verteidigen wollte. Ich bin dann weggegangen. Und dann habe ich es nochmal versucht. Vielleicht hätte er mich ja jetzt gemocht. Aber irgendwie lief es nicht so gut. Er hat mich schon wieder geschlagen. Dann bin ich weggegangen. Hab mir nochmal die Koordinaten gescreenshottet. Ah, ich habe euch nochmal perfekte Aufnahmen gemacht übrigens. Als Rache dafür habe ich dann seinen Lebensraum zerstört. So wie wir es momentan mit dem Klimawandel auch tun. Dachte ich mir, ist okay, dafür, dass er mich geboxt hat, das Arschloch. Habe ich einfach alles abgebaut. Als ich dann die Bergspitze relativ abgebaut habe und zufrieden mit meinem Werk war, bin ich weitergeflogen. Und nicht allzu weit weg habe ich noch einen Wrack gelootet. Ich weiß gar nicht wofür, weil eigentlich habe ich all den Stuff, der da drin ist. Aber ich dachte mir, Bruder, komm, ich loote es einfach mal. Und da waren einfach nur Bücher drin. Also was ein Scam, ne? Dann bin ich aber drunter durch und habe noch eine Kiste entdeckt. Und da ging es dann richtig los mit dem Loot. Geil, Smaragde, Eisen, alles perfekt. Und weitergeflogen bin ich. Und jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Viel Spaß. No joke, was ist denn das? Mann, ich fliege seit 3 Stunden rum. Seit 3 Stunden. Und ich finde kein scheiß Hexenhaus, was manche nach 12 Minuten finden. Und ich habe eine Elytra und Raketen. Digga, das kannst du niemandem erzählen. Du kannst es niemandem erzählen. Hier ist wirklich kein Hexenhaus. Hier ist wirklich kein Hexenhaus. Ist irgendwas mit meiner Weltgeneration, Weltgeneration scheiße? Oder was? Alles klar, Mashallah. Erstmal das fliegende Boot. Junge, aber jetzt mal kurzer Real Talk. Es ist jetzt gerade 22.58 Uhr. Ich mache jetzt noch 20 Minuten und hoffe. Ich habe jetzt, glaube ich, hier schon den vierten, wie heißt denn das scheiß Biom da hinten? Ja, keine Ahnung, dieses Biom halt. Und ich habe bisher noch kein Hexenhaus. Und das Hexenhaus wäre die Grundlage gewesen für die heutige Folge. Ich weiß bisher noch nicht, wie ich die morgige Folge gestalten soll. Wahrscheinlich wird es so ein 3-Minuten-Cut oder so. Weil ich halt kein Material habe, was ich euch zeigen kann. Ja, moin, Digga. Einfach. Kommt einfach nicht. Hexenfarm. Wird einfach nie sein. Lul. Naja, ich flieg mal die nächsten 20 Minuten weiter, ne? Hoffentlich finden wir noch irgendwas Cooles.
Der nächste Bereich. Es sieht sogar groß aus. Hier muss doch ein Hexenhaus sein. Bruder, war... Mann. Hallo. Bitte. Du kannst es dir nicht ausdenken. Hallo. Hexenhaus? Ich brauche halt dieses Hexenhaus, weil sonst ist die Spawnrate der Hexen nicht da, die ich brauche für die Hexenfarm. Nicht mal im Wasser oder so steht hier ein Hexenhaus. Nicht mal im scheiß Wasser. So Leute, dann haben wir noch kurz so ein Bambus-Biom gefunden mit ganz vielen Pandas hoffentlich. Und danach ging es direkt zu einem Boot, wo ich ein paar Diamanten, ein bisschen Gold und so mitgenommen habe. Ach, pack ein, habe ich mir gedacht. Und dann war ich schon auf dem Weg nach Hause. 3 Stunden sind wir geflogen. Und hier seht ihr das ich nach diesen 3 Stunden. Viel Spaß. Ja, Leute, ich entschuldige mich sehr bei euch, euch heute kein Resultat bieten zu können. In den letzten 100 Folgen, würde ich behaupten, in den letzten 100 Folgen, das kommt schon ganz gut hin, hatten wir jede Folge irgendeinen Fortschritt. Neue Blöcke, neue Strukturen, irgendwas Neues. Ich habe immer irgendwie was Neues geschafft. Das ist die allererste Folge, wo ich leider wirklich sagen muss, sorry, ich konnte jetzt an der Weltgeneration leider echt nichts ändern. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr mir sagen könnt, warum das vielleicht nicht spawnt oder was ich stattdessen irgendwie tun kann, damit ich sowas finde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Trotzdem hoffe ich, euch hat es gefallen. Trotzdem hoffe ich, wir sehen uns in 3 Tagen um 17 Uhr bei hoffentlich einem besseren Part wieder. Alter, dieser Part wird mir immer ein Dorn im Auge bleiben, weil wir immer nichts geschafft haben und mich das innerlich so... Oh, innerlich kaputt. Ja, aber ich hoffe, wir sehen uns dann in 3 Tagen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.